Einer, der sich da oben fast am meisten gefreut hat, ist der Präsident, der Mark Thommen. Da sind wir gerade gestanden beim 3-1. Also das ist mal ein Auftakt in einer Saison. Besser könnte es ja fast nicht laufen. Ja, das Spiel geht noch lang. Also wir haben jetzt auf ein 1 Drittel. Und das Spiel geht sicher noch lang, aber es war sicher ein guter Start. Ein sehr schnelles Drittel. Es ist auf und ab gegangen und ja, wir sind jetzt glücklich, was es so ist im Moment. Ja. Jetzt, das stimmt natürlich Toltener absolut glücklich, was da unten gelaufen ist. Was sie glücklich stimmt, ist, das ist die gute Nachricht, oberhalb von uns, da ist jetzt Balois Lounge, also die neue VIP-Tribüne, eröffnet worden. 82 Plätze, alles ausverkauft. Das kriegt ziemlich Geld in die Kasse. Schlechte Nachricht. Für die Fans, für das Fussvolk, wie es jetzt auch immer wieder genannt worden ist, ist das Restaurant, das wir gesoffen haben, geschlossen. Während der Match müssen jetzt ziemlich weit laufen, um etwas zu essen und zu trinken zu holen. Was beschäftigt Sie mehr? Es hat immer zwei Seiten. Also es stimmt nicht ganz so, wie ihr jetzt das hier sagt. Einerseits hat der EHC halt einfach Bedürfnis gehabt an VIP-Plätzen, das ist mal das eine. Unter anderem ist das auch eine wichtige Einnahmequelle für einen Club, wie wir sind. Und das andere, was natürlich auch ist, wir haben neben dem haben wir ein neues Fanzelt gerade um eine Ecke gemacht, also näher sogar als Restaurant für die Fans. Sie bekommen dort sogar Grillade, mehr. Gleichzeitig haben wir hinter der Tribüne ein neues Restaurant auf 220 Quadratmeter gemacht. All diese Bauprojekte haben wir in den letzten 8 Wochen durchgezogen. Und ich glaube, es hat für jeden, wie ihr gesagt habt, normalen Fan oder der VIP, es hat für jeden hat die ideale Gelegenheit, sich hier ein Hockey-Match anzuschauen. Es hat natürlich auf Social Media immer wieder geheißen, ja, der normale Fan bleibt auf der Strecke, wenn sie so Sachen hören und denken, dass sie 2 Millionen investiert haben in das Stadion seit der Sanierung. Finden Sie das ein bisschen undankbar? Ja, aber ich glaube, mit dem muss man leben, weil schlussendlich sind es meistens, ja, es tut mir leid, aber es sind auch 5 oder 6 Leute, die halt ein bisschen denken, das gibt es überall. Aber ich glaube, die, die sie jetzt sehen, und heute ist das erste Spiel, und die, die sehen, was wir alles gemacht haben, da bin ich überzeugt, das ändert mich. Gestern ein langes Meeting mit den Fandelegierten, wo schlussendlich mussten sagen, hey, Hut ab, was ihr für uns alles macht. Und das stimmt einem auch wieder sehr positiv, und ich glaube, für das, dass man morgen aufsteht und für den Club arbeiten. Es läuft im Moment auf dem Eis, gut, das sind jetzt mal 20 Minuten, es läuft rundum. Und jetzt natürlich sind die Ambitionen sehr, sehr gross. Man redet da ganz klar vom Kübel, der da kommen soll, vom Meistertitel und im besten Fall vom Aufstieg. Wie klingt das beim Präsidenten? Was sind die Ziele? Jetzt geht auch kurzfristiger Natur. Also der Verwaltungsrat hat die Ziele festgelegt und die Ziele sind ganz klar. Wir wollen erst oder mindestens zweit werden in der Regular Season. Wir wollen den Kübel holen und dann schauen wir weiter. Das ist ganz klar, das haben wir so abgemacht und zu diesen Zielen stehen wir, die haben wir vorgegeben. Dann schauen wir weiter, kommen Sie mir nicht davon? Also wenn man kann sportlich aufsteigen kann, dann geht man nur. Also das ist für uns ganz klar, aber es ist ein ganz langer Weg. Zuerst wollen wir jetzt endlich einmal den Kübel. Und wenn wir den haben, dann haben wir das nächste Ziel vor Augen. Aber der muss jetzt zuerst wohl auf Alter und für das krampfen wir. Es ist schön, wenn wir jetzt schon nach den ersten 20 Minuten vom Kübel reden können. Mark Thommen, ganz herzlichen Dank. Wir reden nachher mit dem Sportchef vom EHC Olten bei uns im Studio, mit dem Marc Rieder. Vielen Dank.